Und damit sage ich herzlich willkommen zurück zu Medieval Dynasty. Und jetzt kommen mir die Dorfleute entgegen. Und jetzt habe ich die Aufnahme gestartet, weil hier der Typ ist mit dem Quest und der hat kein Interesse daran, mit mir zu reden. Ach, schön. Also hole ich euch gleich dazu, wenn die Herrschaften wieder wach sind. Ich bin etwas zu früh hier angekommen. Bis gleich. Hallo Swistly übrigens, sorry. Hallihallo. Ah, www.verpeilt.de. Hier sind übrigens auch Kühe. Ja. Nördlich von Jastovia am Nordausgang. Kostenpunkt 3,25 für ein Kalb und 12,36 für ein erwachsenes Tier. Wow. Geht ganz schön ins Geld, so ein Rindvieh. Ja, aber tut man nicht alles so ein gutes Steak, ne? Genau. Jetzt Da also. züchtet man die Teile sogar. Mache ich jetzt? Ich habe. Es ist 2 Uhr nachts. Verdammt. 6 Stunden hier doof rumgucken. Nee, da ist ja noch das Nachbardorf. Wenn ich jetzt hier rechts runter so rum. Ja, ich reite einfach darüber. Kann ich den Quest mit dem Kasper hier nachher machen? Blub. Professionelle Ortsangabe. Blub. Und denkt dran, zwischendurch wieder Breitwegerich zu sammeln. Aktueller Breitwegerich Count 24. Ja, da müsste ich aber vom Esel absteigen. So. Immer Richtung Osten. Folgen Sie dem Weg. Das ist nicht Richtung Osten. Macht der hier so einen Knick? Nö. Ja, bis gleich. Was haben wir denn jetzt hier bitte? Ich muss mal absteigen. Hier ist ein Pferd. Das hat zwei Speere in der Flanke und sieht offensichtlich ziemlich tot aus. Ja, Kupferspeere. Ich könnte Okay. den Hengst häuten. Tut mir leid, armer Hengst, aber machen wir das mal weg. 30 Leder. Für ein Moment. Pferdchen. Und 80 Fleisch. Okay. Wow. Kann man nichts sagen. Ja, vor allem, ich habe es nicht getötet. Vorsichtig nochmal umgucken. Da hinten ist irgendwas Rotes, also Beeilung. Hier ist eine Truhe, die ist leer. Hier steckt noch eine Kupferaxt, die fast kaputt ist. Vergiftete Eisenpfeile. Und eine Tasche am Wagen, wo leider nicht geöffnet werden kann. Schade. Ja, nur die leere Truhe. Schade. Ich dachte, hier gäbe es etwas mehr. Also, schnell weg hier. Wer weiß, was da passiert ist. Genau. Ich versuche mal hier rum. Da ist wieder so ein freundlicher 200 Kilo Fleischspender. So ein Pelster. Aber die. Ja, hat das sogar noch mehr, das Bison. Kann schon sein, oder? Hauptsache weg hier. Versuche jetzt mit dem Esel nur den Weg lang zu reiten. Jetzt hier wieder runter. Will nicht querfeldein. Nachher tritt ich aus Versehen auf den Wolf drauf. Was ja hier schnell passieren kann.
Dann kommt wieder der Panikmodus und ich treffe wieder alles, aber nicht das, was ich treffen will. So, jetzt bin ich hier im Dörfchen angekommen. Nicht da, wo der Quest ist, sondern in dem anderen. Aber hier war ja auch noch ein Ausrufezeichen. Das kann man sich ja auch schnell angucken. Und zwar ist das da auf dem Wasser. Das heißt, ich pack mal hier. Genau, ich park mal. So, und der Questgeber ist sie. Hat kein Interesse, um 5 Uhr mit mir zu sprechen. Verdammt aber auch. Kann ich jetzt sonst nachmachen bis 8 Uhr? Den irgendwas klauen, ist doof. Ohne schwimmen. Ja, yeah, platsch. So. Guck mal, Seerosen. Kann man auch nichts mit anfangen. Ja, dann. Kleines Päuschen. So. Also. Ja. Spitzhacke und Schaufel in dem einen Grabungsschuppen und in dem anderen ist es die Spitzhacke, die fehlt. Und sie steht auf. Juhu, ich kann sie anquatschen. How is life treating you? Wie läuft dein Tag? Schlecht wie immer. Ist wie ein Mückenschwärmer, verrückter Mann nicht genug. Jetzt muss ich mich noch um ihn kümmern und er seinen Müll am See ablädt. Das ist einfach inakzeptabel. Was für ein Müll. Irgendein Idiot hat Korb mit Stück Pergament dort drüben stehen lassen. Denkt er, was das ist? Eine Sammelstelle für Müll? Keine Sorge, ich kümmere mich drum. Keine Panik. Oh. Ah, Moment, da ist noch einer zum Verkaufen. Zeig mir mal deine Waren. Ich habe nämlich was für dich. 350 für die Federn. Okay. Ja, von denen haben wir genug. Ja. So, wollte ich noch was verkaufen? Nö, ich glaube, jetzt ist alles weg. So. Have a nice day. Have a nice day, ja. Also, ich soll mich mit... Boss, das ist der Lehrmeister. Das ist der Falsche. 120 Meter von hier ist der Müll. Ich guck mal schnell. Quatsch. Arsch, Angelstelle entdeckt. Muss auch nicht sein. Nee, das mit dem Angeln... Bringt nicht so viel. Hier ist der Korb. Notiz. Ist, was draufsteht. Bring Fisch, Rotaugen, die Kleinen. Leg in Korb, höflich, 3 gleich 5. Sieh das Pergament genauer an. Der Text ist nicht nur seltsam formuliert, er ist auch geschrieben, als hätte jemand die Feder dabei im Mund gehalten. Das kann nicht das Werk, höchstwahrscheinlich das Werk eines Kindes, eines sehr Jungen. Halte den Brief und verlasse den Ort. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt. War es das schon oder muss ich jetzt auch noch 5 Rotaugen besorgen? Das wäre im Moment übel. Finde das jüngste Kind im Ort. Ja, hier ist ein Fischer. Vielleicht kann ich es ja von dem abkaufen. So. Was soll denn das Kind sein? Ach so. Super, herzlichen Glückwunsch. Wer sucht, der findet. Das sind alles Erwachsene.
Also die fünf hier? Schaufeln, fünf Spitzhacken wieder. Wie geht es dir, Kleiner? Geht mir gut, aber meinem Bruder geht es besser als mir. Ist jünger, aber kommt mit mehr durch. Wenn er einen Fehler macht, werden wir nicht bestraft. Das ist ungerecht. Also, sie ist es nicht. Da ist ein Ausrufezeichen. Ich glaube, ich habe das Kind gefunden. Oh ja. Hallo Kleiner, wie war dein Tag bisher? Ein Tag? Es ist in Ordnung. Ich wollte am See planschen, aber ich konnte mein Handtuch nicht finden. Ich benutze nie eins. Meistens ziehe ich mich nicht mal aus. Aha, das ist aber dumm. Da wirst du ja ganz nass. Gut, vielleicht werden wir Kinder nass. Vielleicht. Eigentlich wollte ich nicht nach dem Brief fragen, den du geschrieben hast. Oh, vielen Dank, lieber Herr. Wofür? Dass du gedacht hast, dass ich lesen könnte. Die Leute sagen immer, ich kann nicht mal normal arbeiten gehen. Also es ist schön. Mich wohl geirrt. Keine Sorge. Ich möchte lieber glücklich sein, als immer recht haben. Das ist eine ziemlich weise Aussage. Bevor du weiter nach den Brieffreunden suchst. Ach ja, was brauchst du? Ich will lernen, wie man fliegt. Das ist unmöglich. Das sagen alle, ich glaube es aber nicht. Menschen können fliegen. Sie wissen nicht nur wie. Ja. Holzfiguren verkauft. Er will einen Bären. Zum Glück hast du ja was gekauft. Ja, und rate, wo der steht. Zu Hause? Natürlich. Und die Jahreszeit ist gleich um. Super. Natürlich. Das heißt, ich reite jetzt mit meinem Esel zu dem Typen, wo ich hin muss. Shit. Moment, jetzt Tagebuch. Also. Da muss ich jetzt hin. Richtung da. Hoffentlich keine Wölfe. 350 Meter querfeld ein. Sprich mit Lubos. Wenn ich mit dem gesprochen habe, kaufe ich Figur. Es fehlt immer noch irgendwas, sehe ich gerade. Okay, da machen wir einen Bogen drum. Ich das? Hin und zurück. Und wer weiß, was der Lubus noch für eine Folgequest hat. Ja. Bisschen Zeit ist ja noch. Beeil mich. Quetsch aus dem Esel alles raus, was drin ist. Also Salami. Neues Level Gewinnung. Juhu. So, absteigen. Genau, 10 Kilo mehr tragen. Passt. Lubos, halt. Ich habe gehört, dass du Hilfe bei ein paar Lieferungen brauchst. Arbeit ist getan. Wer sagt, dass ich Hilfe brauche? Blablabla, ich habe mich bei niemandem geirrt. Das ist nicht meine Schuld, wenn sie die Geschenke nicht zu schätzen wissen. Ja, wer war mit der Lieferung? Unzufrieden, sie alle. Gutzüchter hat sich das Futter, Schmied über die Kleidung. Ja, super.
Verdiene das Vertrauen. Glaub an die Macht der Karten. Ungefähr so, ja. So, ich habe gerade mal die Kurzversion von dem Quest genommen, weil jetzt muss ich doch mit allen Leuten reden. Ja, geil. Ich lasse den Esel hier draußen stehen, dass mir jetzt... Also, Schnelldurchgang. Aber der erste ist außerhalb der Wand. Ich würde gerne das warten. Wie lange brauchst du noch, um damit fertig zu werden? Zuhören. Ich weiß, dass du ein paar Werkzeuge bekommen hast. Ich bin sie hier hin zusammen. Super. Gottes Willen. Der Quest wäre was für eine ganze Jahreszeit gewesen, habe ich den Eindruck. Der. Shit. Rufe ich mich. Hier in dem Haus. Wo bist du? There was this guy in the tavern who called himself Sparrow. Sorry, Captain. I'm pretty sure he stole my money. So, also ich soll einen Bären kaufen, ne? Holzbär. Ein schmutziges Kinderkleid? Was? Ja. Hail, friend. Zeig mir deine Waren. Kleiner Holzbär. Kaufen, danke. Habe ich. So, jetzt noch mit Zweien reden. In diese Richtung. Ja. So, und jetzt muss ich nur noch mit einem reden. Der ist draußen vor der Tür, hoffe ich. Dann den Bären zurückbringen. Lauf, Forest, lauf. Ui, ich sehe gerade, die brauchen Waschstation, Waschleine. Abliefern an Lubos. Geöffneter Sack Zwiebeln, halbleerer Weinkrug, schmutziges Kinderkleid. Oh, ach so, das habe ich schon alles im Inventar. Ich muss nur noch mit ihm reden. Hello. Falsch. Stopp. Warte auf den nächsten Tag. 20 Zwiebeln und 10 Holzhämmer. Okay. Dann machen wir jetzt noch schnell den Quest mit dem Keine Panik. Fertig. Dem Kind das Bärchen zurückbringen. Sind ja auch nur 600 irgendwas Meter. Geht doch. Ja, und da stehen auch nur die Bison bis jetzt im Weg. Da lang. Geht denn so ein Kind schlafen? Hier gehen doch alle spät schlafen. Auch wahr.
Dafür stehen sie am Morgen nicht auf. Jo. Ich konnte auch nie verstehen, wie ich mich als Kind gegen den Mittagsschlaf wehren konnte. Jetzt mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich sage, oh ja, mittags ein Stündchen schlafen ist doch ganz okay. Ich habe das nach dem Abendessen. Mhm. Muss ich einfach mal ein Stündchen hinlegen. Ich habe übrigens gerade einen Dachs gefunden, aber das ignoriere ich jetzt. Jetzt hier wären die Dachse gewesen, super. Meter noch. Wie ist denn das eigentlich, wenn die Jahreszeit rum ist und man wird zurückgeportet? Das Reittier auch oder bleibt das dann hier stehen? Ich glaube, das Reittier wird auch geportet. Nicht, dass ich das jetzt ausprobieren möchte. So, absteigen und rüber. Da ist das Kind. So, bitte sehr. Keine Ursache, es war mir ein Vergnügen. Was machen wir jetzt? Ich gehe jetzt mit Bären spielen. Mal Saft austrinken, der ist ja schlecht. Lege 30 Rotaugen in den Korb. Ich kotze im Strahl. Es musste ja so weit kommen. Natürlich. Aber hier ist doch bestimmt der Fischer. Zeig mir deine Waren. Rotaugen 20. Fucking hell. So long. Hofft hier noch einer? Jetzt. Soll ich jetzt hier noch Rotaugen herholen? Da hinten sind noch zwei Händler. Ob da nochmal ein Fischer dabei ist? Oh, it's you again. Best goods in the realm. Die hat nur Klamotten. Have a nice day. Hinten ist auch noch einer. Aber das ist Getreide und Co. Jo, ich würde da mal sagen. How can I help you? Best goods in the realm. Doof. Welchen Setzling brauchte ich noch? War das Pflaume? Im Moment haben wir genug Bäume. Okay. Have a nice day. Das sind ja nur Deko-Gegenstände. Jetzt gehe ich zum Korb und lege halt einfach 20 rein, weil ursprünglich stand ja auch mal 5 dran. Also mit 4 Kohlsuppen kommst du durch eine ganze Jahreszeit. Ja, die sind wirklich ergiebig. Zum Glück wird das halbe Feld schon wieder mit Kohl bearbeitet davon. Mhm. Dafür braucht man gebratenes Fleisch, ne? Das kann die in der Küche herstellen. Mhm. Nicht genügend Rohstoffe. Och Mann. Ach du Scheiße. 1, 2, 3. Das ist 13. Was 3 denn? Junge Schweinchen. Ui. Haben wir. Hier liegen überall Fische rum. Wieso kann ich denn da keine von mitnehmen? Hallo, Sir. Bye bye. Bye bye. Balabadab. Ich habe ein Problem.
Mir fehlen 10 Fische. Sehe nichts, was ich hier noch kaufen könnte. How can I help you? Rotauge. Würde sie mir für 250 Münzen sagen, wo ich das auf der Karte finden könnte? Die nimmt es aber auch von den Lebenden. Komm, das will ich jetzt sehen. So long. So, jetzt hat sie es markiert. Wo? Genau. Sehe ich das jetzt auf der Karte? Also ich sehe nichts. Ich auch nicht. Menschen, Quest, Gebäude, Häuser, Gewinnung, Jagdhütte, Landwirtschaft, Tierhaltung. Stock. Lager. Fallen. What do fish and sheep wilde Tiere. So. They're delicious and easy to catch. Rote Augen haben wir gesagt, ne? Echt Barsch, Rotauge. So, da ist Rotauge. Aber das ist Barsch. Das ist Rotauge. Mitten im See. Super. Gibt es ein Boot? Ich weiß nicht. Ich versuche gerade mal einen Marker draufzusetzen. Ich plansch mal rüber. Zehn Meter. Stehe mittendrin in dem Bereich. Sehe nichts. Braucht man dafür vielleicht eine Angel? Hier ist jetzt Richtung Süden. Kleinen Moment. Weiß es nicht. Da vorne sind sie. Gucken, ob ich mit der Axt da reinhauen kann. Nein, die verschwinden. Also die schwimmen vor mir weg. Da brauche ich wahrscheinlich so einen Speer oder so. Handarbeit. Holzspeer, das ist nicht der Fischspeer. Scheibenkleister. Nee, das ist für eine Angel viel zu weit. Das ist mitten im Wasser. Nicht, dass du für den dann Netz brauchst. Oh. Moment mal, ich frage den Fischer gerade mal, was er noch im Angebot hat. Darum. Ja, wird schon dunkel, ne? Ja. Und er ist weg. Super. Da hinten. Da läuft er. Zeig mir mal deine Waren. Fischbär? Kupfersperre? Nö. Es sind nur die Fischbeere, die er hat. Dann gib mal einen her. Fischbeer auf die 5. Versuch das jetzt noch.
1. Wie viel kann man erwischen? Ich sehe halt gar keine gerade. Ah, Richtung Norden. Da. Jo. Eine. Ich bin so glücklich. Also stehst im Wasser, holst einen Speer aus, wartest, bis das Ding angeschwommen kommt und dann hau drauf wie nix. Und das Problem ist, ich habe jetzt hier 1 gesehen. Und jetzt ist es gleich rum dann. Und ich bin weit weg von meinem Esel. Sollte ich da jetzt wieder hin? Ich weiß nicht, ob ihr zusammen angeportet werdet. Dann renne ich jetzt zum Esel zurück. Setz mich drauf und reite schon mal grob in die Richtung zu Hause, oder? Oh, nee. 21, gut. 30 war jetzt. So. Dahin. Okay, ich versuch's einfach. 1200 Meter. Pulle, Pulle. Und sonst finden wir das jetzt raus. Nee, müsste es ja schon mit dem Tier zurückkommen. Mhm. Da sind wieder die dicken Roten. Einen Bogen drumrum. Ein Kilometer noch. Zweiundzwanzig, 15. Achthundert. Könnte. Könnte reichen. Sind wieder jede Menge Viecher, aber alles grün. Hier sind verstreute Waren, die lasse ich jetzt einfach mal liegen. Ja. Sechshundert Meter. Bei mir wirst du 700 Meter angezeigt. Echt? 300. 23 Uhr könnte reichen.
keine Bären, keine Bären, keine Bären. Ja. Ich bin am Dorf angekommen. Sehr schön. Wie spät? In-game? Ja. Halb 12. Und real life 11. Okay. Aufnahmetimer sagt 36 Minuten, aber egal. Das wollte ich noch gemacht haben. Dann sag ich an der Stelle mal danke fürs Zuschauen. Bin ich froh, dass das noch geklappt hat. Und wir sehen uns dann zur nächsten Jahreszeit. Macht's gut, bis dahin. Ciao. Tschüssi.